Wir sind das Theater ohne Wiederholung, wir machen Impro-Theater. Vielleicht kennt ihr das schon ein paar da innen. Wir haben ja schon für den Tourismus gespielt. Wer hat es schon mal gesehen? Dafür muss ich nicht wissen. Aha, ein paar Freunde haben wir. Impro-Theater, ist es für euch ein Begriff? Ja. Perfekt. Also wir spielen jetzt einfach von der Leber weg, was wir jetzt gerade gehört haben. In diesem Vortrag kommen wir immer mal wieder und machen so eine kurze Stippensitte auf der Bühne. Genau, das ist unsere Aufgabe, die wir heute bekommen haben, zu improvisieren. Und ich denke mir, in der Hotelbranche muss man ja andauernd improvisieren, weil man nie weiss, was vergesst, das kommt. Und wir zeigen euch jetzt einfach ein bisschen, wie das könnte funktionieren. Aber zuerst möchte ich gerade noch ein bisschen aufwärmen. Ja, das kommt. Wollt ihr das ein bisschen aufwärmen? Ja, gut. Okay. Und zwar machen wir das so, wir geben euch immer zwei Begriffe zur Auswahl und ihr entscheidet einfach gerade euch für den ersten. Und zwar wirklich aus dem hohlen Bauch, aus dem nicht lange überlegen. Einfach für den Rüffel. Ja. Also, okay. Einzelzimmer oder Doppelzimmer? Ja, jetzt hat das noch viel, viel mehr mit Emotionen übergekommen. 4 Sterne oder 3 Sterne Hotel? Sehr gut, schon viel besser. Berg oder See? Berg. Winterferien oder Sommerferien? Berg. Laufen oder Bahn nehmen? Zermatt oder St. Moritz? Weder noch. Frau oder Mann? Es ist immer die Frau, ich frage mich wieso. Blau oder Rot? Also. Tito, die sind wach. Schweizer Kreuz oder das Rote Kreuz? Also, wir können an. Genau. Ich bin parat. Wir auch. Wir haben uns noch Dienste gemacht. Ich dachte, die Boden legen. Nein, wir legen es auf den Tisch. Genau. Also, ich ziehe mal eins und ich sage, Wanderlexikon haben wir aufgeschrieben. Genau. Also, sie können nicht mit sämtlichen Schuhen wandern. Es tut mir leid, das steht im Lexikon seit der 30. Ja, auf Zalando ist gestanden, das sind Wanderschuhe. Ja, aber das sind für die mir mal ein, nicht für auf 3. Und sonst, wir haben da Bahn, sie können anstehen 5 Stunden. Nein, die nehmen mich lieber gekämpft. Keine positiven Emotionen. Ja, aber Frau Huggetobler, so geht das natürlich nicht, oder? Uns laufen Kunden weg, wenn sie so da stehen die ganze Zeit. Ja, wie denken Sie doch an Antoni? An wer? Antoni? Ich bin nicht verstanden. Ja, ich weiß auch nicht, wie er heisst. Der hat immer die Leute so lange bedient und dann ist mir zu langweilig geworden. Und dann habe ich mir das so angeeignet, dass ich einfach muss da stehen bis der Rentner seine Halbstunde in meinen Lügen durchgehalten hat. Und jetzt bin ich einfach so und stehe mal so da. Okay, wir wissen es. Gut. Komfortzone. Komfortzone. Oh. Ich habe gesagt, ich will ein Doppelzimmer. Ich habe nichts dafür. Ja, das haben sie mir nicht gesagt, und ich da im Hotel checke. Ja, das ist ja. Ich halte
Du, wir haben es in Österreich, wir haben es da richtig durchgenudert. Was ich da machen musste, habe ich gesagt, mir passiert das nicht mehr. Ha! Kommst du mit Jotten? Nein. Du bist schlecht. Also du bist reicher, wenn du nicht Jotten bist, dann kommst du einen Stutz über. Ja, wenn du es sagst, ja. Genau. Ich komme nur ein 50er. Du? Nein. Ja, noch. Okay. Nein, dann haben wir ja, noch. Ich meine, noch zwei. Zwei. Nein. Urlaubsmotivation. Wer hat jetzt gesagt, wir müssen hier aufsteigen? Also. Mir wird es recht schlecht. Wenn es höher ist, wird es mir recht schlecht. Ja, die müssen uns gezwungen, in die Ferien zu gehen. Ich? Wenn wir reisen würden, haben sie gesagt, sie müssen gehen. Nein. Ja, ich kann nicht wählen. Ja, also überhaupt heutzutage, oder? Also man geht in die Ferien, die ist ja blöd, oder? Wieso? Wenn es daheim so schön ist, oder? Also deine Zeit, sie müssen. Sie müssen? Ja. Oh, das ist aber schon verrückt, ich darf. Mir hat der Chef gesagt, gehen Sie sich gleich holen? Ja. Machen Sie einen Urlaub, gehen Sie auf den Berg. Dabei habe ich ja Höhenangst. Ja. Ja. Sagen Sie nicht, wenn ich nicht raufkomme, weil ich dort oben bin, ist mir sicher schlecht. Das glaube ich auch. Also ich würde nicht raufgehen. Wirklich? Nein. Nicht, ist eine Königin abgestürzt. Was? Ja, ja. Ist eine Königin abgestürzt. Ich habe so einen Engländer, der hat mir das erzählt. So einen Engländer hat gesagt, seine Königin sei abgestürzt. Jetzt geht niemand mehr auf den Berg. Oh, das ist aber schade. Ausser die Zeit vielleicht. Aber wenn ich jetzt oben wäre, wäre ich Königin. Eventuell, ja. Dann hätten Sie vielleicht die neue Queen. Ja. Können Sie ja probieren. Ja. Ja. Also, ab und los. Noch einer. Übernachtungspreis. Ja, wie viel wollen Sie denn zahlen für das Zimmer? Ja, ich habe gedacht, ja. Was ist 70 mal der Rückbrille? Ja, bin schon. Ja, bis Sie so weit. Ja, komm. Hunderter. So. Mit Frühstück und Badzimmer. Ja. Also wir reden jetzt nur vom Zimmer, über das Frühstück verhandeln wir machen. Aha. Ja, also in dem Fall 50. Sie, das ist IKEA Schnabelkack, wo Sie drauf liegen. Ja, eben. Und das Kopf ist der Kikakunk. Mhm. Ja. Das ist dann also wirklich Qualität, das ist echte Kunststaune. Ja, also der 60, 70. Also wenn Sie noch würden mitkommen, der 120. Nein. Und Schnitt. Gut, also. So, wir haben ja gesagt, wir sind Improvisationstheater. Und das ist immer so schön, da kann man alles über den Haufen rühren. Das möchten wir jetzt nehmen. Wir haben jetzt gerade alles über den Haufen. Kurze Frage, wer hat warm? Ja, wenn es doch gewusst. Genau. Wir zeigen euch jetzt, was man als Friendly Host kann machen in Luzern oder wo auch immer. Wenn man merkt, es hat irgendwelche Japaner, die so vor einem Tiger Monument stehen. Genau. Und zwar singen wir miteinander das Lied, eins alle kennen. Ich weiß gar nicht, ob das von Aragon oder von Amerika. Monty sind, das ist von Amerika. My Bone is Over the Ocean. Kennen wir alle, oder? Und wenn eins kommt, wieder mit Beinen, sitzen wir wieder ab. Ja? Genau. Und dann halt wieder die Decke auf und ab, aber das selbst ein bisschen heiß. Ja, dann haben wir noch eine Waage. Genau. Ja. Wir können ja die Decke auch teilen, das ist auch Friendly Host. Ja? Nicht nur egoistisch sein. Genau. Ja. Vielleicht legt man sich da besser kennen. Ja, ja. Whatever. Ja? Wir können uns ein bisschen hören. My body is over the ocean. My body is over the sea. My body is over the ocean. Oh, bring back my body to me. Bring back. Oh, bring back my body to me. Bring back. Oh, bring back my body.
Und zwar, wir haben jetzt zugelassen, wir haben die Reihe und wir probieren jetzt das umzusetzen. Und zwar, wir denken, wir können verschiedene Situationen haben, einen Tourist auf jemanden im Tourismusbereich, also Friendly Host, Rezeption, Kellner, wie auch immer, Kellnerin, Stoss. Wir spielen immer zwei, jemand ist immer ein Tourist, denkt, und der Gast, und jemand ist immer von der anderen Seite. Genau, genau. Und vielleicht ist immer gut, der eine von uns kommt einen Input von euch über, eine Charaktereigenschaft oder einen Tick. Kann positiv sein, aber natürlich genau. Nicht passen. Vielleicht haben wir mal Gast gefunden, haben nie mehr wieder. Und ihr möchtet das aber einmal sehen oder vielleicht noch umgekehrt. Wir haben einen therapeutischen Ansatz aus mir. Genau, genau. Wir gehen mal auf diese Seite. Was haben das Gefühl, Tranche? Was sollen sie für eine Charaktereigenschaft spielen? Nachher einfach reinrufen. Charakter. Kriminell! 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 Sehr schön! Okay. Wir sind an der Rezeption. Rezeption, okay. Ich bin Kriminell. Grüezi, herzlich willkommen! Ich habe noch eine Kette, die kennt sie auch. Das ist bei uns Friendly Host. Das ist sie auch. Möchten Sie? Ja, bitte, das ist der neue Schuh vom Zalando. Ja, ja. Ja, das kann ich sagen. Ja, das ist Picasso, nehmen Sie das mit. Okay. Gut, okay. Das habe ich schon wieder. Genau. Dann noch. Nehmen wir gerne, eine Charaktereigenschaft von dort oben. Wie soll er sein? Möchtest du es sehen? Fromm. Er bleibt dort unten. Close now. The church, I will go and close the door for go home. My no, no, you have to stay. You are my angel host. My friendly angel host. But I'm hungry now. Yeah. You have to stay. He told me. You can't go home. No, it's Luft nach oben. Ah, okay. Ich habe einen Tick. Ich habe einen Tick in der Maxe. Sie sind schon so viel, aber ja, könnt ihr eine Meinung haben? Eine, die ich jetzt noch nicht habe. Etwas könnte auf die Nerven gehen, so nach einer Stunde. Oder kratzen. Sich immer kratzen. Okay. Also, und dann, was empfehlen Sie mir für das Wort und Blöd? Ein bisschen Salz, aber ich glaube, das hat sich überlegt. Gut, ich habe eine Eigenschaft von da. Ja, nicht hinterher schauen, das ist immer der Schönste. Nein, ihr seid auf der Ecke. Entschuldigung. Ungeduldig. Ungeduldig. Ja, aber grüezi Sie, ich habe reserviert. Ich bin schon kleiner da, Sie haben kein Telefon. Ja, was ist denn Ihre Name? Ja, das ist noch gefetzt. Sie, Nein, lassen Sie noch Kaffee! Das habe ich gerade weggenommen! Ich habe gedacht, das gefällt mir so, könnte ich das mitnehmen? Eventuell. Also... Nein, ich möchte ein Zimmer haben. Habe ich ein Badzimmer alleine? Ja, inzwischen ein Badzimmer alleine. Ja, wenn ich ein Badzimmer alleine habe, dann kann ich doch sehen. Oh, die Seerose möchte ich unbedingt auch sehen. Ja, die ist noch nicht da, die kommt erst in zwei Monaten. Ah ja, also aber... Ich meine, jetzt haben wir das WC! Schnitt! Aber auch noch etwas über. Eine Charaktereigenschaft. Eine sehr positive, sehr wunderbare, positive Charaktereigenschaft. Also, verliebt! Also, wir könnten ja beide haben. Hallihallo. Sind wir wieder You're da? So awesome! Das hat Anthony auch gesagt zu mir gestern. Sagen alle zu mir. Aber
Sie sind ein ganz spezieller Gast. Ja. Also Gästin. Ja. Sie sind ja auch sehr gut auf Geschlechter, so wenn Evelyn und er und so. Ist jetzt nicht gleich. Ja, würden Sie noch weiter kommen, so gerne zu. Ja, wie ist jetzt das mit dem Möbeldenkmal? Wo ist jetzt das genau, wenn wir zusammen zum Möbeldenkmal kommen? Das ist ein Irrtum, das ist ein Tiger. Das ist ein Tiger! Da meinen alle Leute, das sei allein. Das ist ein Tiger! Also! Ja! Das letzte Teil anmachen und zurückzuschauen. Wir haben die Einführung mitgeschrieben. Genau. Wir haben gewisse Stichwörter, Stichsätze auf die Zettel geschrieben. Und wir spielen jetzt eine Szene und werden nach bis nach irgendwelche Zettel, die da jetzt da verteilt werden, in den Dialog einbauen. Wir wissen gar nicht mehr, auf was wo steht. Und wir wissen jetzt sowieso nicht, was wir geschrieben haben. Wir vergessen alles vor, zum Beispiel spielen. Genau. Und da würde ich mir gerne eine Beziehung, nein, eine Tätigkeit. Tätigkeit. Was kann man machen in der Schweiz? Irgendetwas. Oder eine Handel. Was macht man so? Shopping. Shopping! Ja, sehr schön. Ah, wir sehen, was macht man in der Schweiz? Shopping. Shopping? Okay. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ihr kennt so zum Abschluss eine klassische Shopping-Szene. Mit schönen Sätzen. Mit schönen involvierten Sätzen. Ja. Übergehst du vom Shopping. Genau. Okay. Wie teuer ist das? Der Preis steht hinten drauf, jetzt müsst ihr vielleicht feststellen. Oh, jetzt steht schon verkauft. Ah, ist schon verkauft, ja, dann ist es sie aber haben ihre Kollegin mir vorher gesagt. Da hat mir gesagt, ein Aufenthalt besteht aus vielen verschiedenen Stationen. Ja, das stimmt. Und das ist mein erster Aufenthalt in eurem Shoppingcenter. Und jetzt fragt ihr mich, was haben sie noch vor? Da haben wir zum Beispiel die zweite Station, das neue, das nächste Bild. Ja. Dann muss ich einfach Ihnen noch sagen, wie stark darf man Gäste erziehen? Das überlege ich mir jetzt gerade bei Ihnen. Würden Sie jetzt bitte das Bild Ihnen nennen, weil das ist wertvoll, wenn Sie das auch in Ihren Denkstag brauchen. Haben Sie nicht gehört, das kauft man, der hat das gekauft und der hat das auch noch. Jetzt stellen Sie das auch noch auf die Tore. Haben Sie das noch nicht kapiert? Yes, das kann man ein bisschen deutlich reden mit Ihnen. Und dann haben Sie für Schuhe. Schauen Sie mal den Teppich an. Wo Sie da vorne gehen, hallo. Sind Sie gerade im Stall gewesen? Hallo. Ja. Haben Sie zu viel Inder, wo Bille Frau wartet draußen, oder? Und der hat mir gesagt, Karl hat sie gesagt, die Schweiz macht einen exzellenten Job. Und meine Frau ist Deutsche. Ihre Frau hat mir auch vorhin gesagt, ob ich Ihnen nicht mal können sagen, dass Sie die Schuhe sind. Darum meint sie jetzt, dass sie einen exzellenten Job machen. Dass sie nicht immer Ihnen das Feedback geben und sie erziehen, sondern dass ich das andere übernehme. Und darum sage ich noch, man muss wissen, wo man das Hotel hat. Sehen Sie, das stört Ihre Frau nämlich auch, dass sie sich einfach nicht zurechtfindet in einer Stadt. Ihre Orientierungssinn ist recht. Ja, das ist ja so. Wir haben in der Schule haben wir schon gesagt, Karl hat mir schon gesagt, das ist ein mühsamer im Zimmer 86. Ja. Sind Sie das gewesen? Ja, ich habe immer im Zimmer 86 gegeben. So ein Unterricht sogar. Genau, genau. Und der Lehrer hat Alex noch gesagt, die Wünsche von den Augen ablesen. Also bei Ihnen? Ja, ich habe nicht genau begriffen, ob er gemeint hat, ich bin ihm oder er bei mir. Also, aber ich glaube eher, dass ich bin ihm. Aber das ist jetzt so gleich. Sie wollen etwas kaufen. Ja, meine Frau hat Hochzeitstag. Ah, Sie haben eine Hochzeitstag? Und ich habe noch kein Geschenk. Ich habe einfach gesagt, ich möchte dann etwas holen. Wieso? Bitte, beim letzten Jahr hat sie mir gesagt, so wie ich meine Kunden erziehe, so kommen sie ins Haus. Und sie meint, mich nicht kommt. Ja, aber sie hat mehrere Männer. Und ich möchte doch der Beste sein. Und ich möchte doch, dass sie zu mir sagt, Gastfreundschaft kann man antrainieren. Dass sie bei mir merkt. Ja, ich möchte gerne einmal Gäste haben, wenn sie daheim oder vielleicht auch, wenn sie so ein Fest geben, wie Weihnachten zum Beispiel. Wenn sie Gäste einladen, dann müssten sie schon nett sein. Ach, das meint sie so? Ja, das meint sie so. Ich habe das falsch verstanden. Ja, dann habe ich das falsch verstanden. Und ja, darum gebe ich Ihnen einen Tipp, wenn Sie das nächste Mal Gäste haben, ja, ist Ihnen etwas Komisches vorgekommen. Vorgekommen ist es so geschrieben, ist es so gesagt worden. Also was, bei den Gästen oder bei mir? Ja, ist Ihnen etwas vor... Also haben Sie etwas gemerkt, etwas Komisches? Ja, Sie nehmen auch nichts Wasserkocher mit! Genau!
sie nicht fähig sind, dann etwas zu trinken offen. Und dann, jetzt habe ich so einem gesagt. Eben was? Das ist etwas anderes bei Asiaten. Ja, was habe ich Ihnen gesagt? Ich könnte doch. Dann müssen Sie ganz ruhig bleiben und sagen Sie zuerst mal, jetzt ist es viel besser. Ja, das hat meine Frau ja gesagt, du musst empathisch sein. Also jetzt kannst du endlich mal etwas, Sie sind ein bisschen mühsamer. Ja, aber jetzt habe ich immer noch kein Geschenk. Ja, Sie sind aber seit einer Viertelstunde bei mir im Geschäft, halten mich auf, kaufen nichts, das habe ich gar nicht gegeben. Ja, aber also, dann kannst du das könnte man noch kaufen. Das, also das gefällt mir. 5.500 Stutz. Ja, und Frau zahlt, ich hole, ich nehme es. Das sind doch jetzt nicht die Frau, die zahlen, wenn sie ein Geschenk. Wenn Sie ein Geschenk mehr machen, dann müssen Sie, man muss sich auf den Gast einstellen. Also auf die Frau. Ich nehme das jetzt und das sage ich Ihnen einfach noch zum Schluss. Give a big smile. Ich in meinem Shiva. Ja. Ja, siehst du, ja, jetzt habe ich wieder drauf. Der Bier muss wirklich gemacht. Minuten 12 Stutz, aber wir haben ihn gemacht. Und wir können in die Zukunft schauen. Ja. Und zwar für ungefähr 2 Minuten, ja. Wirklich. Wir können Verbindung aufnehmen. Jetzt hier geht es sehr gut in der Serie. Genau, es ist jetzt total schöne Atmosphäre, so zentriert alles, ja, vor allem. Und zwar, wir können in die Zukunft schauen. Ja. Ihr könnt jetzt eine Frage ans Universum stellen, was euch interessiert. Vielleicht auch in der Tourismusbranche, wie geht es weiter? Gastfreundschaft. Ja. Ich könnte also eher eine intime Frage stellen, das hört einfach halt zu. Egal. Wer hat so etwas auf Lager? Was möchte der Was wissen? Was wollt ihr wissen? Wie sieht es aus im Moment? Blablabla. Und wir wissen, jeder hat so einen Wunsch. Wir können da immer eine Antwort geben. Also wir geben immer eine Antwort. Können wir noch mehr rein? Können wir noch mehr rein? Ja, das ist doch so klar! Wir sind so berühmt für unsere Wasserkocher! Und das spricht sich um in Asien, in Russland, in Amerika, aus Südpol und einfach überall! Und drum nehmen wir alle Völker, Schweiz, war als Paradies von der kochenden Wasserquelle und marschiert zu Tausenden in unsere Hotels und sind eisbar.